Ja, und somit darf ich euch recht herzlich begrüßen zu F1 2016. Jo, wir sind in Spielberg, nicht wie im vorigen Jahr ein 100% Rennen, sondern nur ganz gewöhnlich die ganze Saison durch 25% Rennen. Eine schnelle Runde hier im Qualle habe ich gedreht, von der 2 jetzt bereits zurück auf die 5, jetzt schon auf die 6, Rosberg nur 5. Hamilton 3. Und witzigerweise hier in Spielberg die Red Bull Erster. Werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Da müssen wir nach dem Rennen mal schauen, wie sie von der Entwicklung her sind. Morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Sehen wir hier irgendwo unser Teamkollegen auf der A9 mit 1,1. Ja, da sind wir ganz gut dabei eigentlich. Obwohl ich jetzt zum Vergleich zum letzten Rennen wieder Schwierigkeit 1 höher gegeben habe, aber es ist bei schnelleren Strecken hier beim F1 eigentlich immer so üblich. Und sagen wir, schauen uns mal, wir ziehen uns mal das Video, Anfangsvideo hier von Spielberg mal rein, wobei wir jetzt vielleicht ein Update machen können, wenn wir über 900 kommen. Yes, kommen wir dann noch ins Menü. Das sieht gut aus. Forschung und Entwicklung. Ja, da können wir hier Frontflügel. Okay, Chassisgewicht, das wäre fast geiler. Obwohl, ja, der Frontflügel wegen Abtrieb, ja, macht Sinn. Motorleistung bei uns beim Honda natürlich. Ja, aber hier beim Spiel, ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Wir bringen auf jeden Fall hier das nicht, weil das 59 ist und wieder 927 haben. Alles klar. Dann das Nachrennen. Ja, hilft nichts. Hoppala. Falsche Taste. F1 wäre es gewesen. Ja, Honda bei den Testfahrten. Eieieiei. Alle Spieler komplett frustriert, auch Alonso. Ich glaube, der wird im nächsten Jahr spekulieren. Vielleicht doch auf Mercedes, man weiß es nicht. Der hat aber auch ein Pech im Prinzip. Auch wenn ich ihn jetzt nicht so sympathisch finde. Aber Alonso hat ihn echt schon Riesenpech. Muss man schon ganz klar sagen. So. Ja, Regen, habe ich ganz vergessen, haben wir. Ja. Starke Regen und dann lässt er ein bisschen nach, laut Wetterbericht. Strudel, Mozart, Niki Lauda und, ach ja, natürlich einer der schnellsten Rennstrecken der Welt. Wir befinden uns in der Mitte der Saison und der Kampf um den Titel wird immer intensiver. Wenn es ein außergewöhnliches Rennen gibt, dann wohl dieses hier. Der Red Bull Ring. Diese harte Strecke 700 Meter über dem Meeresspiegel hat nur 9 Kurven, doch die haben es in sich. Ein wahrer Test für jeden Fahrer. Wir haben außerdem 2 DRS-Zonen und Überholmöglichkeiten bei Kurve 2, wo die Steigung denen hilft, die sehr spät bremsen und dann innen reinziehen. Stefan Römer sitzt heute neben mir, um Ihnen die Action näher zu bringen. Das hier ist eine ziemlich ungewöhnliche Strecke. Meinst du nicht auch? Ja, die Streckenführung ist ziemlich ungewöhnlich. Die Sache ist die, die Strecke von Österreich ist wesentlich schwieriger, als es den Anschein hat. Dazu kommt noch eine Oberfläche mit geringem Grip und das bedeutet, dass die kleinsten Fehler bestraft werden und du aufpassen musst, dass du keine Ausritte machst und dabei viel Zeit verlierst. Zum Glück ist die Strecke relativ kurz und das gibt dir genügend Gelegenheiten, um perfekte Runden zu fahren. Ich weiß, dieser Grand Prix ist ein Heimrennen für dich, aber du solltest ihn wie jedes Rennen angehen. Geh kein unnötiges Risiko ein. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Daniel Ricciardo startet heute von der Pole. Vor Max Verstappen, der von E2 starten. Führet Pole, unglaublich. Die Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Rosberg, Kimi Räikkönen und ein McLaren. Vettel, wir zwischen Massa, den beiden Alonso Ferraris. Und Valtteri Bottas. Sainz Junior, Perez, Nico Hülkenberg und Quert. Magnussen, Grosjean, Jolyon Palmer und Pascal Wehrlein. Gutierrez und Haryanto. Felipe Nasser und Markus Eriksson vervollständigt die Startaufstellung. Oh, sauber wieder. Eieieiei, sind die schlecht. Schalten wir zur Strecke. Ja, wie schaut der Planer mal generell aus? Wir fahren durch, okay. Ich glaube eher, wir werden dann auf Intermediates wechseln, aber okay. Los geht's, Freunde, hier. Da hätte ich doch fast vergessen, die Kupplung zu ziehen. Lecker mio.
Wow. Ja, Verstappen mit Problemen hier. Wow, vielleicht schießt mich da jetzt keiner ab, dann müssen wir nochmal zurückspulen. Kimi hinter mir, das passt. Boah. Gleich einmal hier an allen vorbei, auch ein Ricardo. Und gleich hinter Hamilton mit unserem McLaren Honda. Obwohl wir hier eine Stufe schwieriger sind. Wow. Wow, da schießt er vor. Ja, wir müssen alles Mögliche probieren. Hier müssen wir sie auch erst einmal ein bisschen einfahren. Wow, da, uiuiui, war da der Red Bull? Ich weiß gar nicht. Ja, okay, den Sektor. Wow, fuck. Habe ich so meine Probleme. Auf der Regen lässt bald nach. Ich habe eher ein bisschen Richtung. Ich habe zwar ein bisschen weicher gestimmt das Auto. Aber doch nicht ganz so auf Regen-Setup gesetzt. Konzentration ist angesagt. War jetzt wieder ein bisschen mein Sektor. Da hinten kommt schon Rosberg und greift da schon den Red Bull an hinten. Boxenstopp müsste man theoretisch keinen machen hier im Regen. Aber wir werden höchstwahrscheinlich auf Intermediate jetzt wechseln müssen. Spätestens wenn es nachlässt, der Regen. Hamilton zieht da schon ordentlich davon. Hier mal auf 2 mit Abstand nach hinten, doch relativ glücklich. 13. langsamer, glaube ich. Ein 5 Minuten leichter Regen, hat er schon gesagt, sehr gut. Das soll uns dann noch einmal ein bisschen besser entgegenkommen, obwohl ich nicht weiß, wie die KI hier eingestellt ist. Also vom Setup her. Das ist schon wieder violett, sehr gut, erster Sektor, geil. Ja, Rosberg schon hinter uns. Ist am Red Bull vorbei. Oh, da biegt er ein bisschen ab hier. Sechster soll man werden, das haben wir. Okay. Was war das jetzt? Mhm. Nice, dass er vorausspringt hier das Spiel. Und es war der Antivirus, oder was? Gott, was ist denn das? Das habe ich auch noch nie gehabt, glaube ich.
springt das Spiel einfach reinhard raus ins in Desktop. Gut. Sorry für die kleine Panne. Ah, bei Hamilton, okay. Den wird er wohl nicht wechseln. Der Faserlänger steht, wissen wir warum. Gut zu wissen, danke. Ja, das habe ich jetzt schon befürchtet, dass mich da wieder nach rechts rüberzieht. So, mal grundsätzlich, wie schaut der Reifen aus? 8%, ja, das geht eigentlich soweit. Es ist ein Herumrudern hier. Schnellste Runde von mir jetzt mit der? Unfassbar. Wie ist mir das gelungen? Ricardo hinten wieder Dritter, hat sich wieder zurück überholt an Rosberg, cool. Also halbwegs haben wir uns im Regen eingestellt. Warum wird jetzt Hamilton auf einmal langsamer? Was ist da los? Gut, da kommt jetzt eh sein Sektor. Soll ich immer voll aufs Gas gleich? Schon wieder violetter Sektor von uns. So, wir gehen nochmal auf Intermid jetzt. Flügelwechsel definitiv nein, egal was passiert. Falls wir irgendwann einen leichten Schaden haben, dann nichts. Oh, super erste Zwischenzeit von uns. Und jetzt ist er bald fällig hier, Hamilton. Was für Probleme er auch immer hat auf einmal. Wir versuchen es mal. Ja, mal schauen, wenn es ein bisschen abtrocknet, wie dann Hamilton und die anderen unterwegs sind. Ob ich dann den kürzeren ziehe, vielleicht. Deswegen schauen wir, dass wir jetzt hier so gut wie möglich noch weiterkommen. Ein bisschen heller wird schon, kommt man vor. Schon wieder eine violette Zwischenzeit hier, sensationell. Hamilton, jetzt hat er sich wieder ein bisschen erfangen, oder? Ja. Okay. Das ist die Runde mal auf jeden Fall noch. Und dann schauen wir mal, wie es mit der Strecke ausschaut, wann die ersten wechseln. Dann werden wir auch schon langsam reinfahren. Das wird dann eine entscheidende Phase sein in dem Grand Prix.
Flügel des Wagens hinter dir ist etwas beschädigt. Ja, wie ist mir schon. Oh, jetzt hat er ein bisschen Abstand. Ja, wir haben auch nichts zu verlieren. Wir können ein bisschen was probieren. Gut, aber wie gesagt, das geht sehr schnell bei der KI. Schnellste Route wieder Bernie Baum. Geil. Wenn es dann abtrocknet, entweder... Ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ja, im Prinzip drei, aber... Entweder sie werden schneller wie ich. Oder langsamer. Bin schon gespannt. Okay, er sagt schon, also... Meine Tausendstel noch schneller. Schau mal. Ich schaue nochmal auch ins Temperaturding rein hier vom Reifen, ja. Da bleiben wir mal. Schon irgendwer in der Box, ich glaub's nicht. Fährt hinten wer rein von der Spitzengruppe? Boah, nein, noch nicht. Boah, Bernie, bleib mal wieder auf der Strecke, wenn's geht. Ja, wie geil. So, wir tun jetzt so, als wäre nichts gewesen. Ich schaue nicht auf die Map und bleib hier konzentriert. Ja, war auch nicht schlecht, oder? Und jetzt gab es ihn langsamer sogar. Und ich glaube, es ist keiner an die Box gefahren. Eieieiei. Ja, wir tun so, als wäre nichts passiert. Schaue ich einmal woanders hin und konzentriere mich nicht. Kann ich nicht einmal geradeaus fahren? Gut, im Regen, okay, aber trotzdem. Das darf natürlich trotzdem nicht passieren, keine Frage. Ich glaube, noch passt der Reifen. Wir werden es außerdem auch vom Grip her dann merken. Aber wir werden es dann ein bisschen an Hamilton orientieren. Wobei man natürlich, wenn wir hinter ihm sind, dann eventuell im schlimmsten Fall eine, ja da, ziemlich sicher, wenn wir es nicht selber hinkriegen oder merken, dass wir wirklich wechseln müssen oder sollten, dann eine Runde länger draußen bleiben werden. Das kann dann schon entscheidend werden vielleicht, wenn er in der Runde dann einen raushauen kann und wir dann doch Probleme haben mit abbauten Regenreifen vielleicht. Oder hat die Strategie am Anfang recht gehabt, dass wir hier durchfahren können mit den Regenreifen, auch wenn es abbaut? Also weniger Wetterregen. Gut, jetzt haben wir schon sehr viel Vorsprung hier, wollen wir nicht so gut unterwegs sind. Normal sind sie im Regen immer eine Stufe besser eigentlich gewesen, bis jetzt immer. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier noch an der Strecke liegt oder am neuen F1. Ich will es nur mal rein informativ wissen, da brauche ich nicht wieder rausschauen und so, ersten 12 mal niemand. Außerdem sagt das uns wahrscheinlich eh. So, alles im grünen Bereich. Regen lässt ein bisschen nach hier bei meinem Heim Grand Prix. Wetterbericht. Heute kämpfen wir gegen folgende Fahrer. Ja, fast. Und Hamilton. Boah. Wetterbericht. Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben, vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Okay, leichter Regen.
Reifenstatus. So wie es aussieht, ist es Zeit für einen Reifenwechsel. Die Situation Hä? Ist nicht sehr eindeutig, aber je länger wir warten, umso schlimmer wird es. Ja, und was? Rennstrategie. Keine. Zu diesen Reifen, wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Und vorsagt er. Ja, genau. Na, optimal. Passt. Ich kenne mich aus. Chef, der hat sich gerade selber widersprochen, aber macht nichts. Ja, Freunde, hier ist noch alles möglich. Wissen wir schon. Die Leistung nicht zu beeinflussen. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ach so, Stopp 1 in Runde 11 hier auf Intermediates jetzt. Bitte, die Verbindung bricht ab. Achtung, Achtung, das virtuelle Safety Car ist draußen. Scheiße. Jetzt kommt das auch noch. Achso, wird, ja gut, wird der Delta Flame wenigstens nach hinten nichts. So ein bisschen Gas geben, dass wir über Nähe 0 bleiben. Gut, virtuelle Safety. Bringen wir beim virtuellen Safety Car in Boxenstopp was? Beziehungsweise darf ich überhaupt reinfahren? Okay, dann ist das einmal egal. Oh, das war jetzt aber spontan und geht schon weiter. Ja, solange die hinter mir alle auf Regenreifen sind, ist mir das relativ latte hier. Temperatur im Reifen passt. Egal, was der mir erzählt da. Aber irgendwann wird jetzt die Strecke, glaube ich, nicht mehr ganz für meine Reifen passen. Ich bin nur gespannt, wie lang es noch geht. Und da fahren jetzt alle rein. Alles klar? Ich komme auch, Kollegen. Nächste Runde. Da sollte ich nur schauen. Ja, wie kann man maximal um eine Runde, dass ich später eben reinkomme. Aber rutschen... Ja, das passt. Mache ich. Wobei ich sage, es geht noch, aber das ist zu riskant dann. Da wäre die erste Rundenzeit von denen dann interessant. Im Prinzip, wenn wir jetzt wechseln, können wir nicht wirklich viel falsch machen. Der Miet jetzt haben wir drauf, das passt. Boxenstopp! Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Dass ihr bereit seid, Jungs. Weil die Temperatur vom Reifen noch immer passt. Lustigerweise. So, wunderbar. Raikkonen Dritter, wo sind die Red Bulls? Können die auf der Strecke nicht profitieren? Oh! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh, da sind wir zwar weit. Warum haben wir so viel Rückstand? Das Alonso!
Der fährt aber noch auf Wet. Ricardo hinten schon auf Intermediates. Oh, da habe ich jetzt verloren, Freunde. Ach du Scheiße. Sind Intermediates schon so viel schneller? Ja, anscheinend. Wir werden es gleich an Alonso sehen auch wahrscheinlich. Wo ist Rosberg? Die Strecke trocknet jetzt ab, aber es wird eine Weile dauern, bis das Wasser nicht mehr auf der Ideallinie steht. Slicks kommen jetzt noch nicht in Frage. Ja, wir sehen hier in der Mitte jetzt eindeutig schneller wie die Regenreifen. Außerdem schwimmen wir da nicht so damit. Ja, da war ich jetzt eine Runde zu spät drin. 5 Sekunden Rückstand auf Räikkönen. Ach du ich hab's noch gesagt, Freunde, das ist noch lange nicht vorbei. Ah, das ist jetzt ärgerlich ein bisschen, aber... Na gut, draußen bleiben wäre sowieso die komplett falsche Entscheidung gewesen. Jetzt haut er einen raus hier. Lieben Kollege jetzt an der Box, wissen wir. Drehen wir mal wieder Fett auf. Ricardo kommt zumindest mal nicht näher hinten, das ist schon mal gut. Wir sind zumindest noch am Podium, das wäre geil beim Heimrennen. Oh, ich verliere eher auf Räikkönen vorne. Oh, das ist nicht gut. Na, dann sind sie auf den Intermediates doch ein bisschen besser wie auf den Regenreifen. Das gefällt mir nicht. Auf Marga aber da vorne nicht wirklich was gespart, glaube ich. Im Virtual Safety Car. Die halbe Runde. Oder hier haben die KIs haben alle um Violett, das ist gut. Oder sie haben komplett auf Trocken vielleicht gesetzt, die KIs. Wer? Soll ich nicht aufgepasst, sorry. Irgendwer wird langsamer. Aber das kann auch einer von hinten gewesen sein. 21.8. 21.7. Räikkönen schnell über Hamilton. Geil. Was haben wir? 21.8. Ja gut, ja, das ist die gleiche Zeit im Prinzip. Bringt uns aber nichts, weil da holen wir nicht auf. Dann kann ich vermutlich, ja, Runde 16 von 18. Da kann ich nur mehr auf P3 jetzt fahren. Das haben wir leider. Da sind wir leider eine Runde zu spät reingekommen. Da waren wir mal nicht sicher. Leider. Na, wenn man nur Zweiter ist, kann man in derselben Runde mit reingehen mit Hamilton. Das wäre wahrscheinlich sogar die schnellere Variante unterm Strich dann gewesen. Aber gut, weiß man nicht. Wenn man vorbeifahren kann schon und ein bisschen Vorsprung rausfahren kann, will man nicht hinterherfahren. Das ist auch klar irgendwo. Aber hier bei dem Spiel fürs nächste Regenrennen oder wo es so ähnliche Bedingungen hat, könnte man es so versuchen. Mache ich. Violetter Sektor zumindest, aber das ist jetzt zu spät. Dann für die letzten zwei Runden leider. Da können wir noch einen raushauen hier. Schnellste Runde Bernie Baum, 20.9. Na schade, Alonso ist auch zu spät reingekommen, sogar hinter mir. Das war von McLaren auch nicht die gute, beste Taktik. So, jetzt gerade die Phase, wo wir ein bisschen schneller werden wie die vor uns, aber leider eben zu wenig Runden mehr haben. Das schmerzt ein bisschen. Zu viel. Na, da vorne rein können. Na, und jetzt haben wir, da sind wir da ein bisschen langsamer leider.
extrem hoher Spritverbrauch hier. Ja, weil das bei der Forschung und Entwicklung rauf. Also auch forschen, den Treibstoffverbrauch, können wir vielleicht die eine oder andere Runde dann mehr drehen mit dem Fettgemisch. Was uns unterm Strich auch wieder ein bisschen was dann bringt natürlich. Jetzt müssen wir aufpassen hier. Schon wieder violette Zeit hier, schon wieder Sektorbestzeit. Karo 4 da hinten. Na, jetzt bei den möglichen 50% zumindest, das 50% Rennen noch einmal in der Mitte wechseln irgendwann einmal. Oh, wobei, wer weiß, ob da nicht irgendein Chaos wieder am Schluss auch rauskommt bei der KI. Aber wenn es jetzt halbwegs normal runterrennen würde, noch einmal Intermediates dann wechseln, ob wir da noch rankommen könnten an Räikkönen und Hamilton. Die 5 Sekunden haben wir, die aber so viel verloren hier. 4, ja, wir würden wirklich... ja, 4, ja, wir würden aufholen, also das wäre sehr interessant, wenn wir hier noch ein paar Runden gehabt hätten jetzt, aber es ist meistens eben so. Also wieder, ja, Toto Wolf freut sich hier auf die echte F1, bin ich auch schon sehr gespannt. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied... Kann Bottas ein bisschen was machen gegen Hamilton oder schaut er komplett schlecht aus? Geben, da bin ich schon sehr gespannt, da hinten sind wir gerade ausgestiegen auf dem Auto. Wirklich etwas Besonderes zu sehen, dass sie sich an die Spitze kämpfen konnten. Er hat den Grip nicht verloren, immer die Ideallinie gefunden. Seien Sie hier auf der 10 immerhin, ja, wenigstens ein Pünktchen geholt, immerhin. Ja, aber schon ein geiler Grand Prix hier, wenn man, wenn es hier wechselt vom Starkregen auf dem leichten. Aber ich bin mir Kimi sicher, gut gefahren. Darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Ja, im Spiel ist es relativ egal, aber echt. Sich für Sie gelohnt hat. Will ich ihn nicht oben sehen, nämlich. Ja, wir auf jeden Fall hier freuen uns mit P3. Ja, wenn wir in derselben Runde reingegangen wären wie Lewis und Kimi, wären wir Erster geblieben. So haben wir extrem viele der eine Runde verloren. Das muss ja... Sehen wir uns nun die Fahrer. Das sind ja fast 10 Sekunden gewesen. Die Situation an der Spitze ist unfassbar. Nach schwierigen Rennen für unseren Weltmeisterschaftsführenden eine andere. Abstand hat sich verringert. 20,9, der schnellste Runde im auch gehabt, das heute passt. Dieser Titel für mich an den 5,8. Boah, da war er knapp dran hier. Kimi an Hamilton. Das hat er gut gemacht. Vettel nur 6. Verstappen auf 7 zurückgefallen von der 2. Ah ja, das war im Start schon natürlich. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Was war das für ein Wochenende? Ah, 19,12. Nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel 1 Saison dabei sind. Na, Nico nur 5. Ah, das war ärgerlich ein bisschen auch. Aber ja, waren nicht wirklich viel mehr Optionen drin für uns. Weil ich auch so wenig F1 fahre, jetzt fehlt mir da ein bisschen die Erfahrung auch im Regen. Ja, gut, kann ich mir jetzt nicht wirklich viel vorwerfen. 3. und Hamilton nur mal einen Punkt hinter Rosberg. Jetzt muss Rosberg auch wieder ein bisschen Gas geben. Wir knapp vor Red Bull und Ferrari. Das ist auch interessant mit unserem McLaren Honda hier. Ja, Freunde. Wunderbar. Ja, trotzdem geiles Rennen. Auch wenn ich es beim Boxenstopp mehr oder weniger vergeigt habe. Da haben einen Punkt die Rivalität gegen Hamilton gewonnen. Ja, geile Sache, Freunde. Gerade so bekommen wir jetzt einen neuen Rivalen wahrscheinlich wieder. Wir schauen noch rein zu Ziele FE. Ja, jetzt könnte man sogar das Chassisgewicht noch einmal runterdrücken oder doch den Frontflügel des Monocoques führen zu einem Gewichtsvorteil, ohne die Stärke zu beeinflussen.
Yo, 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 yo. Da bin ich natürlich. Eieiei, das wäre schon nice. Das wäre schon nice. Obwohl Frontflügel auch sehr wichtig ist. Komm, das bringen wir jetzt einfach. Dann überholen wir Williams hier und nähern uns schön langsam auch Richtung Ferrari. Aber Mercedes ist sogar noch vorne. Aus dem Red Bull die Pole Cup, aber dann im Rennen nicht so gut gewesen, witzigerweise. Gut, dann springen wir zum nächsten Wochenende gleich. Zack, laden wir gleich einmal rein und mal sehen, wo wir sind. Ich kann trotzdem schon mal sagen, danke fürs Dabeisein. Hi. Hallo Jeff. Was Interessantes für dich. Die Leistungsupgrades, über die wir neulich gesprochen haben. Hast du schon fertig? Das Auto montiert und die Daten sehen gut aus. Sieht geile Sache. Da bin ich gespannt, wie der McLaren liegt jetzt. Stufe 4 von 5 für minus 5 Kilo. Das ist natürlich bei Formel 1 schon eine Nummer. Da hinten steht sogar Alonso rechts. Der wird schon, der verhandelt schon. In echt, ja, hat auch schon die Saison schon abgehakt. Rivalen haben auch noch keinen. Oh, wir sind in Silverstone. Ach du Scheiße. Naja, egal. Das werden wir auch irgendwie hinkriegen. Die Grand Prix selber sind meistens eh auch relativ interessant. Gut, dann sage ich danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein. Das war F1 2016. Wir sind in Silverstone. Und mal schauen, ob ich jetzt das hier mit F1 komplett durchziehe oder ja, Project Cars habe ich so ein bisschen im Gedanken. Wobei wir Race Room natürlich auch wieder mal starten werden. Mit Audi TT Cup, glaube ich, wäre jetzt das nächste dran. Mal schauen. Vielleicht haue ich ja mal ein, zwei Parts raus. Ein, zwei, drei Parts bei Project Cars wieder mal. Nur so zum Reinschauen, dass wir das nicht vergessen, das Spiel. Und ja, lassen wir uns überraschen. Danke auf jeden Fall fürs Dabeisein bei F1 2016 hier bei meinem Heim Grand Prix in Spielberg und nächster Grand Prix hier in Silverstone. Bis dann, danke und ciao, ciao.